Ja, Ingmar, 1:4 in Amon, gerade verloren. Sicherlich nicht das Ergebnis, womit wir alle gerechnet haben. Die erste Halbzeit in meiner Einschätzung fand ich, wir haben gut angefangen. Schönes 1-0 gemacht, tolles Tor vom Matthias. Danach haben wir uns ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Woran hat es deiner Meinung nach gelegen? Ja, wir haben den Kampf nicht angenommen. Ja, also wir haben genau so angefangen, wie wir uns das vorgenommen haben. Haben gespielt, haben eng gestanden, haben dann sehr viel über die Außen gespielt. Nur nach dem 1-0 haben wir das eigentlich auch noch ganz gut gemacht. Nur nachher durch die Situation mit dem Foulspiel am Dustin Gottlebe, da haben wir uns das Heft dann aus der Hand nehmen lassen. Ja, also da hat der Gegner, ich sag mal, der hat ein Zeichen gesetzt. Ja, ich sag mal, ist da hingegangen, wo es weh tut, hat mal uns wehgetan und wir haben uns dann dadurch leider einschüchtern lassen. Ja, und das hat sich dann wie ein roter Faden durchgezogen, weil die Tore, die danach gefallen sind, waren in meinen Augen jetzt keine rausgespielten Tore. Das waren alles von uns Fehlern. Ich sag mal, wir sind nicht energisch genug an den Mann gegangen, nicht genug an die Bälle. Und dann kannst du gegen so eine Truppe hier, kannst du nicht bestehen. Du hast gerade angesprochen, die Szene mit dem Dustin. Der Stürmer geht im Strafraum auf den Torwart zu, der rausläuft. Kann man rot geben? Ich hätte jetzt keine, obwohl es keine schöne Szene war, aber ich hätte jetzt keine rote Karte gegeben. Ja, aber ich sehe das jetzt mal aus der anderen Sicht. Das war eine Szene, die wir auch mal bräuchten. Ja, um zu zeigen dem Gegner, ich sag mal, wo es lang geht. Ja, und ganz klar, diese Szene hat uns aus dem Tritt gebracht. Und ich glaube, das war der Knackpunkt. Okay, ja, wir hatten schönstes Fußballwetter. Der Himmel ist strahlend blau, die Sonne scheint. Kommen jetzt die dunklen Wolken über Uedesheim oder wie geht es diese Woche weiter? Nächste Woche kommt der VfB Hilden. Ja, jetzt, ich denke mal, wir werden das Spiel schon genau auseinandernehmen, analysieren und werden uns dann ab morgen, ich sag mal, auf den Gegner nächste Woche vorbereiten. Also das Spiel haken wir dann ab morgen ab und dann machen wir weiter. Okay, alles Gute dafür. Danke.